Dieses Schnabeltierweibchen watschelt über die ausgedörrte australische Erde auf der Suche nach frischem Wasser. Im vergangenen Jahr hat eine schwere Dürre Flüsse und Bäche zu Rinnsalen werden lassen. Das Weibchen überlebte nur mit Mühe und Not und konnte sich nicht fortpflanzen. Wird das nächste Jahr mehr Glück bringen? Es ist Herbst und endlich fallen dicke Regentropfen vom Himmel. Binnen weniger Tage findet das Weibchen einen Fluss und beginnt zu jagen. Die Schwimmhäute an ihren Füßen treiben sie vorwärts und das wasserabweisende Fell hält ihren Körper warm. Unter Wasser nimmt sie die Umgebung mit ihrem entenartigen Schnabel wahr, der mit etwa 40.000 Elektrorezeptoren ausgestattet ist. Dank dieser Rezeptoren kann sie selbst kleinste elektrische Signale erfassen, die die Nerven und Muskeln einer Glasgarnele aussenden. Eine schnelle Zwischenmahlzeit. Als sie wieder an Land klettert, um ihren Bau zu errichten, watschelt sie echsenartig, wobei sich ihre Gliedmaßen horizontal zur Wirbelsäule bewegen. Schnabeltiere haben viele Eigenheiten. Als Kloakentiere gehören sie zur ältesten Ordnung der heute lebenden Säugetiere. Daher haben sie eine seltsame Mischung aus Säugetier-, Vogel- und Reptilienmerkmalen, was sich in ihrem Genom widerspiegelt. So bestimmt bei Säugetieren normalerweise ein Chromosomenpaar das Geschlecht. Schnabeltiere haben jedoch 5 Paare, die eher denen von Vögeln ähneln. Hoffentlich kann sie diese nutzen. Sie erlangt ihre Kraft wieder und mit dem Frühling kommt die Paarungszeit. Allerdings kann sie ihre Jungen nicht hier aufziehen. Das umliegende Land wurde gerodet, was zur Erosion des Flussufers führte. Deshalb schwimmt sie flussaufwärts und lässt sich in einem tiefen, klaren Teich im Schutze eines roten Eukalyptus nieder. Plötzlich verscheucht ein Rascheln die Vögel im Gestrüpp. Ein Fuchs taucht auf. Dieser Jäger bedroht das Schnabeltier, seit er 1855 von weißen Siedlern nach Australien gebracht wurde. Dieses Mal hat der Fuchs sie nicht bemerkt, doch sie muss stets wachsam bleiben. In diesem Gebiet leben auch 2 Männchen, die schon bald um ihre Aufmerksamkeit buhlen werden. Beide besitzen an den Hinterbeinen Sporne, die ein starkes, schlangenähnliches Gift produzieren. Vertreibt ein Männchen das andere, umwirbt es das Weibchen über mehrere Wochen. Es schwimmt hinter ihr her und schnappt immer wieder nach ihrem Schwanz. Schließlich akzeptiert sie seine Annäherung und beide schwimmen zusammen im Kreis, bevor es zur Paarung kommt. Der Penis des Schnabeltiers ist sehr auffällig geformt. 2 Köpfe und mehrere Stacheln helfen bei der Befruchtung. In der darauffolgenden Woche legt das Weibchen einen weitläufigen Bau an, ausgestattet mit einem warmen Nest. Sie stopft die Eingänge zu, damit sie auf potenzielle Feinde wie Sackgassen wirken. Wie ein Reptil oder Vogel legt sie dann ihre Eier durch die Kloake, eine Öffnung, die sowohl zur Fortpflanzung als auch zur Ausscheidung genutzt wird. Das Weibchen brütet die Eier aus und mit dem Blühen des roten Eukalyptus schlüpfen ihre Jungen. So wie andere Säugetiere bekommen sie Muttermilch. Da das Schnabeltier jedoch keine Nippel besitzt, läuft die Milch von den Brustdrüsen auf den Bauch, wo ihre Jungen sie auflecken. Die Milch vermischt sich so zwar mit Bakterien, doch das Schnabeltier produziert starke antibakterielle Proteine, die die Neugeborenen schützen. Die Mutter ernährt die Jungen 4 Monate lang. Nebenbei jagt sie und repariert den Bau, stets in Acht vor dem Fuchs. Bis ihre Jungen bereit sind, ihr Debüt zu geben, ist der Sommer fast vorbei. Eines Abends, als sie von der Jagd zurückkehrt, bemerkt das Weibchen, dass ein Nestling schon von alleine losgezogen ist. Ein paar Tage später verlässt auch der andere den Bau. Bald leben ihre Jungen völlig unabhängig. Irgendwann werden sie den Fluss verlassen, um sich ein eigenes Zuhause zu suchen. Du hast noch nicht mal annähernd all die seltsamen und wunderbaren Kreaturen gesehen, die auf unserem Planeten leben. In diesem Video kannst du einen Blick in den Kopf eines Elefanten werfen und etwas über dessen unglaubliche Intelligenz erfahren. Oder lerne in diesem Video mehr über die erstaunlichen Fähigkeiten von Hundenasen.